Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Mit diesen Worten des Wochenspruchs für den Sonntag 6er Gesimä begrüße ich Sie ganz herzlich zur heutigen Netzandacht. Heute geht es um das Hören. Um das Hören auf das Wort Gottes. Unsere Tochter hat ein Bilderbuch, bei dem es um die Körperteile geht und auf der Seite mit den Ohren heißt es: Mit den Ohren kann ich lauschen, hör es tropfen, hör es rauschen und halte ich die Ohren zu, ist es still und ich habe Ruhe. Wenn wir das lesen, dann halten wir uns natürlich auch immer die Ohren zu. Und obwohl sie den Sinn des Satzes, glaube ich, noch nicht ganz verinnerlicht hat, hat sie seine Botschaft sehr wohl verstanden. Hebt das bitte wieder auf, sage ich, und sie starrt in die Gegend, als wäre ich nicht da, beziehungsweise als hätte sie mich nicht gehört. Und auch wir Erwachsenen kennen das, dass wir nicht hören, weil wir nicht können oder weil wir nicht wollen. Im Predigttext für heute heißt es dagegen: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und diesen Predigttext wollen wir jetzt lesen. Für den Sonntag 6er Gesimä ist vorgegeben aus dem Lukasevangelium aus dem 8. Kapitel das Gleichnis vom vierfachen Acker. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu ihm eilten, redete er in einem Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und einiges fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und einiges fiel auf gutes Land. Und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und Jesus sagte: Das Gleichnis aber bedeutet dies. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie es nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die. Wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Doch sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Es gibt bedingungslos.
Liebe Gemeinde, dem bereits angeklungenen Bezug zwischen dem Gleichnis vom vierfachen Acker und der Erziehung könnte ich eine ganze Ansprache widmen. Denn Kinder, genauso wie Jugendliche in der Pubertät, sie können das hervorragend, die Ohren einfach auf Durchzug stellen. Und wir wissen, vieles von dem, das wir aussäen als Eltern, als Erzieherinnen, als Lehrer, es fällt nicht auf fruchtbarem Boden. Aber darum geht es hier im Lukas-Evangelium nicht. Hier steht das Wort Gottes im Zentrum. Der Same, der ausgesät wird aus dem Gleichnis, er ist das Wort Gottes. Und das wird nicht sparsam Körnchen für Körnchen gesät, sondern verschwenderisch ausgestreut. Gott streut die Botschaft seiner Liebe großzügig aus. Und wir bräuchten sie eigentlich nur hören. Aber Jesus ist da ganz klar, das Allermeiste davon hat keine Wirkung. Da fällt was auf den Weg, das wird gleich zertreten. Anderes fällt auf den Felsen, da wächst zwar etwas, aber es hat keine Wurzeln und fliegt daher beim ersten Windhauch leichtfertig wieder davon. Gott streut die Botschaft seiner Liebe großzügig aus, aber sie findet nur wenig Resonanz. Ich denke zum Beispiel an Menschen, die immer schon von vornherein wissen, wie die Welt läuft. Schau dir doch an, was die Wissenschaft alles rausgefunden hat. Das schwingt in ihren Blicken mit und manchmal sagen sie es sogar explizit. Da ist keine Offenheit für etwas Überraschendes, keinen Spalt, in den man mal etwas hineinlegen könnte, einen neuen Gedanken, eine neue Erfahrung mit diesem Gott oder wenigstens ein kleines bisschen Offenheit dafür, dass es doch mehr geben könnte zwischen Himmel und Erde als das, was man wissenschaftlich erforschen und erklären kann. Jesus sagt, ein dritter Teil der Saat gerät in die Dornen. Da wird es erstickt. Und zwar, sehr spannend, es wird erstickt unter den Sorgen und unter dem Reichtum und den Freuden des Lebens. Irgendwas ist bei uns eben immer, lese ich da heraus. Wir Menschen sind eigentlich gesättigt. Wir sehnen viel, aber wir meinen nichts zu brauchen. Wir haben alles schon erlebt. Wir sind reich an Dingen und Eindrücken. Wir lassen uns berieseln und nehmen nichts ernst. Nur ein kleiner Teil, ein Bruchteil von Gottes guter Saat fällt auf fruchtbaren Boden. Das ist betrüblich und auch ein wenig frustrierend. Aber die Perspektive könnte auch lauten, immerhin, dieser Teil bringt hundertfach Frucht. Gott streut die Botschaft seiner Liebe verschwenderisch aus und wir dürfen sie hören, dürfen Frucht bringen. Es gilt. Lasst uns hören. Lasst uns versuchen, Gottes Wort in unserem Leben Wurzeln schlagen zu lassen. Lasst uns das Dorngestrüpp von ablenkenden und kreisenden Gedanken zurückdrängen und lasst uns Raum schaffen. Raum schaffen, zu hören. Auf das, was wirklich zählt. Raum schaffen für das Wort Gottes in uns. Nicht immer gelingt uns das, wohl wahr. Ja, und vielleicht ist es sogar so, dass auch wir Menschen Zeiten der Brache haben. Zeiten, in denen wir nicht immer neue Blüten treiben können, sondern in denen unser Acker brach liegt, wieder neue Kraft schöpfen muss. Und trotzdem lauten die Fragen, die wir heute mitnehmen an diesem Sonntag 6er Gesimä in die Woche: Was ist an fruchtbarem Land in mir? Was ist schon längst dabei zu wachsen und ich habe es vielleicht noch gar nicht gesehen? Was kann ich tun, um das fruchtbare Land in mir zu pflegen und zu kultivieren? Was kann Dünger sein für das Feld meiner Seele? Damit die gute Botschaft des Glaubens bei mir auf Resonanz fällt, etwas in mir zum Wachsen bringt. Vielleicht muss ich dafür etwas zulassen, nämlich, dass Gott in meinem Leben überhaupt wirken kann.
Vielleicht muss ich dafür auch etwas loslassen, nämlich die Vorstellung, dass ich selbst immer alles kontrollieren kann und muss. Vielleicht muss ich dafür erstmal Platz machen, muss Unkraut jäten, die Erde auflockern für das Wirken Gottes in mir. Die Passionszeit, auch Fastenzeit genannt, die bald beginnt, sie kann für das Nachdenken über diese Fragen eine gute Zeit sein, eine Anregung, das Leben neu zu sehen und zu gestalten. Gott streut die Botschaft seiner Liebe großzügig aus und sie gilt uns. Machen wir damit ernst. Wer Ohren hat zu hören, der höre. So sei es. Amen. Wir wollen miteinander und füreinander beten. Wir haben Ohren, aber wir hören oft nicht. Dabei sagst du ganz deutlich, wer Ohren hat zu hören, der höre. Schenke uns ein offenes Ohr für dein stärkendes Wort, für deinen guten Geist, für einen Glauben, der in uns wachsen will. Wir haben Augen, aber wir sehen oft nichts. Dabei müssten wir sie nur öffnen, die Augen und das Herz, um andere zu sehen. Den in Not, die mit Sorgen, meinen Nächsten. Schenke uns gütige, wache Augen. Verschlossen. Stattdessen könnten wir barmherzig sein, so wie es die Jahreslosung vorgibt. Schenke du uns ein weites Herz. Wir brauchen Mut für den Glauben, für das Leben, für diese schweren Zeiten. Schenke du uns Zuversicht, dass wir nach vorn schauen können, auf deine Verheißung vertrauen lernen. Und gemeinsam beten wir mit den Worten, die Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hin in diese Woche mit Gottes Segen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.